Das Geheimnis guter Schule muss sein, dass wir nicht das, was Schülern nicht gelingt, festhalten, sondern das, was Schülern gelingt. Und wenn wir Menschen ganz viele Gelingenserfahrungen machen, dann entwickeln wir uns weiter. Schule ist Lern- und Lebensraum. Das heißt, ich verbringe gemeinsames Lernen hier und gemeinsames Leben. Das ist uns wichtig. Eine Lernlandschaft ist wie ein Großraumbüro, an dem Gruppenräume angegliedert sind. Dadurch haben wir ein anderes Setting als in einem klassischen Klassenzimmer. Für Inputs geht man in den Gruppenraum und die individuelle Arbeitszeit findet an den Schülerarbeitsplätzen statt. Der Druck ist einfach weg, weil eben dieses selbstständige Arbeiten mir ziemlich leicht fällt und ich so auch gut vorankomme. Jeder von uns hat ein eigenes Thema. Zum Beispiel in Mathe bin ich an einem ganz anderen Thema wie mein Nachbar. Und jetzt eben das Mädchen, was neben mir war, sie ist in der 8. und somit könnte ich jetzt auch ihr helfen in den Themen, wo ich schon mal war, wenn sie eine Frage hat. Und wir können uns eben gegenseitig gut helfen. Ich finde, Lernen ist was ganz Individuelles. Aber ich brauche den anderen. Wir brauchen Orte, wo Menschen gemeinsam lernen. Den Strich übertragen und alles, was über dem Strich ist, ist dann nicht. Es fühlt sich gut an, dass ich alleine arbeiten darf, dass ich von mir aus meine Sachen erstellen kann. Und dann, wenn es von meiner Seite gut ist und dem Lehrer das gefällt, dann ist es für mich ein positiver Eindruck. Die Leistungsbemessung erfolgt bei uns immer über die erreichten Ziele. Also wir schauen uns immer an, welche Ziele hat ein Schüler erreicht und wie hat er sie erreicht. Und so geben wir da eine Rückmeldung in Form von Lernentwicklungsberichten über die erreichten Kompetenzen. Das Essentielle an unserer Schule ist, dass wir einerseits natürlich die christlichen Werte so vertreten, dass wir sie täglich leben und andererseits eben Freiheit und Verantwortlichkeit irgendwie miteinander zu kombinieren und dadurch ein hohes Maß an Selbstverantwortung bei den Schülern hervorrufen. Ich mache hier mit, weil man dann auch lernt, mit Stresssituationen umzugehen und dann halt für viele Menschen kocht und dass sie auch für Essen bekommen. Ich helfe hier in der Küche mit, weil es halt auch sozusagen Einsicht in den Beruf gibt und ich finde, man fühlt sich in dieser Schule auch ein bisschen wie zu Hause. Ich denke, Verantwortung ermöglichen in einem geschützten Rahmen ist irgendwie ein Schatz, den wir als Schule haben. Also zu unserer Schülerfirma gehört eben, dass sich die Schüler selber um den Pausenverkauf kümmern, dass die Schüler was zu essen haben in der Pause und eben, dass wir Events organisieren für Leute, die gerne unsere Schule besuchen würden. Getting in touch, das vereint uns gerade, also Schüler und uns Kollegen, dass wir es gut oder schön finden, dass unsere Schule ein Ort der Begegnung ist. Und Schüler von der Schülerfirma lieben es, wenn wir Gäste empfangen und einfach eine gute Atmosphäre ist. Ich glaube, unsere Schüler sind einfach gerne Gastgeber. Also es ist irgendwie auch ein Gefühl von Vertrauen, dass die Lehrer oder die Älteren mir quasi das Vertrauen geben, dass ich das alles hinbekomme. Deswegen denke ich einfach, ist es angebracht, wenn man dann hierher kommt und auch fürs Schülercafé hilft. Heute Abend bin ich beim Service, da auch Leute bedienen zu können. Das macht schon Spaß. Ein Ziel ist Bildung am Puls der Zeit, sag ich mal. Ich finde es ganz wichtig, dass wir im Bereich Digitalisierung vorne mitschwimmen. Also, dass wir uns der Herausforderung stellen, unsere Schüler, unsere nächste Generation zu bilden
einen guten Weg zu finden mit ihnen gemeinsam. Wie gehen wir mit dem um, wie sich unsere Welt verändert? Jedes Kind ist geschaffen mit ganz unterschiedlichen Begabungen. Und es ist für uns irgendwie der Grundsatz für unsere Pädagogik, dass wir sagen, jedes Kind hat ganz unterschiedliche Begabungen. Das bedeutet, wir müssen auch auf jedes Kind ganz unterschiedlich eingehen und versuchen, das Bestmöglichste aus ihnen herauszuholen. Der christliche Glaube spielt an unserer Schule eine große Rolle. Also wir starten jeden Tag mit einer gemeinsamen Morgenbesinnung, wo einfach ein Gedanke weitergegeben wird und wo die Schüler jeden Tag einfach damit starten, sich über verschiedene Geschichten aus der Bibel oder verschiedene christliche Werte Gedanken zu machen. Und wir hoffen, dass diese Gedanken sie dann durch den Tag begleiten. Ich möchte, dass Schüler hier unsere Schule verlassen, die einfach Mut haben. Mut fürs Leben. Die gerne Dinge in die Hand nehmen, die selbstbewusst sind, die gestärkt sind und die einfach wissen, dass der christliche Glaube ein Fundament ist für ein Leben und der trägt. Ich mache dieses Jahr meinen Abschluss und nehme aus meiner Schulzeit eigentlich sehr viele soziale Kompetenzen mit. Die Schule bereitet uns für das spätere Leben vor, indem wir selbstständig arbeiten. Wir können uns dadurch jetzt schon für das Studieren vorbereiten, für die Arbeit und einfach für das allgemeine Leben. Ich habe viel von meinen Entwicklungsschritten wirklich auch dieser Schule zu verdanken. Gelungene Bildung ist, wenn man aus der Schule geht und das Gefühl hat, ich bin bereit fürs Leben und ich traue mir das Leben zu.